Hallo Leute, weiter geht es mit Max, The Curse of Brotherhood, Part 10. Ja, was wir so alles tun für unseren Bruder Felix, na gut, nachdem unser Max, also wir, ihn ja auch in diverse Schwierigkeiten gebracht haben, sind wir jetzt im Grab der fünf Riesen und müssen... da war ja das... Brauche ich den Ast hier wieder. Wir müssen hier irgendwie 5 Totenschädel finden. 3 haben wir schon. Dankeschön. Gut, 3 haben wir schon. Und wir müssen jetzt schauen, wo wir die anderen beiden herbekommen. Wir haben ja im letzten Part gesehen, dass es da eine Treppe nach oben gibt. Und, jetzt schauen wir mal. Nö. Das war knapp, ich weiß, das war knapp. So, nochmal. Nein. Langsam. Diesmal bin ich vorsichtiger. So vorsichtig, wie es nur geht. Okay, na, es geht nicht so weit. Langsam. Vielleicht so. Ja, das sieht gut aus. Ja, und das war so klar. Okay, aber er stirbt wenigstens nicht. Das war so klar, dass ich mir da jetzt dann dafür mit dem Ast den Weg verbaue. Klarer hätte es ja gar nicht sein können. Aber vielleicht hilft das ja das, wenn die Framerate wieder mal einbricht. Oh Mann, Leute. Komm schon. Er hält sich nicht fest. Dann versuche ich das mal anders. Halt. Dann versuche ich mir jetzt mal ein Seil runterzumachen. Ach so, nee, das wollte ich ja jetzt eigentlich nicht festmachen. Na gut. Egal. Und dann würde ich mal versuchen zu schwingen einfach. Ne, da stößt er dann hier an. Das ist so nicht gedacht. Ja, ein großes Schwingtempo können wir bei dieser Framerate auch nicht erwarten. Nein, nochmal. Ich will mal versuchen, den Stift besser auszunutzen. Aha, das sieht doch besser aus. Jetzt ist die Framerate auch wieder gut. Warum auch immer. Und jetzt kann er auch hier raufklettern. Sehr schön. Jetzt ist es wieder schnell. Faszinierend. Na, komm schon. Klack, 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 klack. Oh, da ist noch was, sehe ich gerade. Ja. Ah gut, da war die Liane, genau. Da war doch noch ein Auge irgendwo, oder? Nee, das ist bloß ein Knochen. Eine Liane. Und natürlich haben wir hier unseren nächsten Schädel. Und da links oben ist dann übernächste Schädel sozusagen. Kann ich die beide gleichzeitig runterholen? Nach unten katapultieren. Ich versuch's mal. Na, noch einen. Komm schon.
Na? Kommt der... Der da bis dahin? Ja, fast. Da muss ich bloß den Ast noch ein bisschen... Halt. Ist da oben eigentlich noch was? Muss ich mal nochmal kurz hochgucken. Ja, wobei komme ich nicht hoch. So, jetzt hat er den Ast aber so weit hochgebogen. Lass mal los, Max. Ich probiere das jetzt mal so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Max da noch hinkommt. Natürlich nicht mehr. Aber so müsste es doch gehen. Relativ easy sogar. Halt, jawohl. Nein. Ah. Hallo, Äuglein. Wow. Runter mit dir. Hoffentlich geht der jetzt nicht kaputt, der Schädel. Hätte aber sein können. Ah, schwierig. Komme ich aber kaum hin. Mal, ob ihm das zu steil ist. Nee. Ja, geht. Sehr schön. Okay. Ja, aua. Entschuldigung. Das machen wir jetzt wieder so. Gehen wir jetzt mal auf Nummer sicher. Da oben geht's aber weiter. Schaut mal, Leute. Da oben geht's noch weiter. Da will ich dann auf jeden Fall noch raufgucken. Bevor ich die Totenschädel darunter mache. Da ist bestimmt auch noch mein Auge oder so. Ach so, Moment, das habe ich jetzt bloß von da drüben gesehen. Und die Framerate ist wieder im Eimer. Warum? Da sehe ich doch was. Halt. Nein, noch nicht. Oh, weiter mit dir, Max. Ich halte den Analogstick komplett nach rechts, Leute. So. Aha. So geht das. Oh, da oben ist nochmal so ein Teil. Oh, das ist ja schön. Da oben ist noch so ein Teil. Und da ist sie wieder, die Framerate. Halt. Beschleunigt dann, wenn man nicht damit rechnet. Aha. Nice job, Max. Oh, du kannst also doch mit mir hier unten sprechen. So. Also eigentlich ist ja unser Max eher so ein kleiner Tarzan mittlerweile mit den vielen Lianen. Bam! Halt. Na, jetzt aber. Schauen wir mal, wie viel der Ast da aushält. Ui, der hält das tatsächlich aus. Respekt. Hoffentlich halten die Schädel das aus. Kann ich denn
etwas riskant, nicht wahr? Oder soll ich mich da mal darüber schwingen nach links? Ich glaube, das ist der bessere Weg. Halt, 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 halt. Der schwingt davon. Genau. Wow. So. Und dann komme ich hier relativ sicher nach unten. So, dann Licht in das Loch fallen. Gut. Und dann machen wir mal mit hier mit diesen Schädeln weiter. Nummer 4. Ne, 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 ne. Na gut. Dann wirst du eben doch ein Stück gezogen. So, Nummer 4. Von 5. Schieb, Max, schieb. Sehr beeindruckend. Yes. Yes. Die Riesen schließen ihren... Halten ihre Klappe. Nein, schließen ihre Klappe, ihren Mund. So. Und Nummer 5. Yes. Okay, jetzt stehe ich auf einmal links. That's that. Now what? Aha, aber das Licht geht aus. No! Wasn't that the end of Max? Do I think it's time to ready Felix for tonight? Yes, yes, do I. Still think your brother will save you? One for the cage. And two for the door. And three for... Whoops. Boah, dieser Mustache ist ganz schön mies. 3-1, verloren im Dunkeln, glaube ich. War jetzt relativ schnell. Lady, please, I need your help. Aha. Thank you. Okay. Okay, I'm not afraid of the dark. I'm not afraid. Aha. Oh, hier unten sind die Farben, aber dann auch cool. Oha, da ist Licht. Okay. Voll im Labyrinth. Und was soll ich sagen, Leute? Hier unten ist meine Framerate prächtig, sag ich. Okay, ein Stinkepilz. Kann ich da rauf? Ja. Na, da kann ich aber nichts machen. Ah, das geht. Da ist ein Auge. Ein Drittel haben wir. Und weiter durchs Loch. Und die Framerate ist wieder dahin. Ach so, ich dachte gerade, ich muss wieder schnell reagieren. Okay. Labyrinth. Hier unten kann ich einen Ast wachsen lassen. Sehr interessant. Weiß ich noch nicht. Ich will jetzt als erstes hier reinschauen. Aha. Ich kletter hier rein und komme da oben raus. Okay. Wenn ich jetzt da unten reinkletter, komme ich dann bei einem von den anderen blauen raus? Ich sehe es noch nicht, wo ich rauskomme. Ah, hier. Lady,
if you're doing this, but thanks. Okay. Ich würde mal sagen, aber der hier, den brauche ich damit, wenn ich dann bei dem Orangen hier rauskomme, dass ich dann hier rüberkomme. Aha. Dachte ich es mir doch. Jetzt ist die Framerate wieder perfekt. Mhm. Was klappert da so komisch? Oh. Schaut mal die Augen. Da oben ist apropos ein Augen. Da oben ist, glaube ich, ein Auge, oder? Ich gehe mal nachsehen. Ah nee, da ist ein Durchgang. Was ist das? Langsam, Leute, langsam. Ich gehe nochmal zurück. Das war jetzt gerade sehr unheimlich hier. Ist sehr unheimlich hier. Kann ich denn mit dem Stein da drüben noch was machen? Da konnte man doch bestimmt auch rauf, oder? Ups. Ja, das geht. Da ist ein Auge. Immer nach Augen Ausschau halten. So, aber ich war dann da drüben schon richtig. Mit unserem lieben Max. Aber dieses Geklapper, das können auch nur Geschöpfe der Dunkelheit machen. So, so unheimlich. Unheimliche Geräusche. So, nochmal. Der da oben macht mir Angst. Ja, ja. Genau du, dich meine ich. Okay. Liane. Bloß weg da. Zu dem hinzulaufen ist bestimmt nicht gesund für unseren Max. Da ist aber. Und dann wieder ein Durchgang. Oha. Okay. Da sieht es nach aus, dass man schwingen müsste. Oh. Oder nee, da muss man sich nach unten. Das sind bloß Augen. Scheinbar tun die einem nichts. Scheinbar. Das würde ich aber von diesem Geschöpf hier nicht behaupten. Ja, ich will noch nicht glauben, dass ich an dem vorbei muss. Vielleicht, da oben ist noch so ein Teil, aha. Oh, knapp verfehlt. Aber jetzt. Kann ich da nicht? Nein, da kann ich nicht hinspringen, okay. Ich habe den Ast falsch angebracht. So vielleicht. Ich habe so das Gefühl, dass diese Lianen, die jetzt auch vermehrt diese Lags verursachen. Jawohl. Das wird hoffentlich gehen. Nee. Geht nicht. Jetzt schauen wir mal nochmal kurz, wie lang der... Nee, da ist nicht so lang. Ja. Komm schon, Max. Das geht doch jetzt aber, oder? Nee.
macht er nicht? Der Ast ist immer noch nicht richtig. Uiuiui. Ah, nee, so ganz sicher nicht. Aber so doch, oder? Ich hoffe, dass da die Liane lang genug ist. Na. Ja. Ich glaube, das ist gut. Und die Framerate ist auch wieder da. Na komm, also jetzt muss es gehen. Jawohl. Knapp, aber es hat funktioniert. Aha. Another piece. Well done. Dankeschön. So, was aber bedeutet, dass mir die Wege ausgehen. Ich muss doch an diesem Teil vorbei, oder? Ich hoffe, das ist nur eine Statue. Drückt die Daumen, Leute. Es ist nur eine Statue. Gut. Noch eine Statue. Oder? Ja. Ist es. So, einmal Schwung holen. Und einmal nach oben klettern. Nochmal Schwung holen. Huch. Oh, das wieder ein Durchgang. Das habe ich mir auch gerade gedacht. So. Weiter. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir schwingen uns aber dann im nächsten Part von Max, The Curse of Brotherhood, weiter nach oben auf. Also bis dann. Ciao.